Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mache ich wieder mein Fragen und Antworten Video, der fünfte Teil jetzt schon. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache gar nicht lange rum und fangen wir an. Die erste Frage ist, wie ist der Chick? Nein, ich bin nicht Raucher. Ja, und deshalb nein. Zweite Frage ist, hast du was gegen andere Rassen, gegen Menschenrassen, die jetzt zum Beispiel ganz hellhäutig sind oder dunkelhäutig sind, sind genauso Menschen, gegen die habe ich nichts, sind genauso Menschen und ja, Gleichberechtigung. Was hast du in der Zukunft vor? Kannst du Armin grüßen? Ja, die Armin grüße gehen raus. Aber in der Zukunft weiß ich nicht, was ich vorhabe, wird sich da nur was ergeben irgendwie. Also Leute, nächste Frage ist, schreibst du den nächsten Songtext selber? Wer macht den Beat? Mache ich alles selber? Ja, ich habe auch alles schon aufgenommen, ist alles fertig, der Song. Ich möchte jetzt nur noch warten, bis ich 2 Abonnenten habe. Und ja, dass ich den Song dann rausbringe. Warum hast du einen YouTube-Kanal erstellt? Ja. Damals war eben, wie schon gesagt, Goldsee 44 bei mir. Und ja, da haben wir, es gibt Geistervideodraht und dann haben wir die Idee gehabt, das auf YouTube zu posten, habe ich einen Kanal erstellt und das gepostet. Und ja, und deshalb habe ich einen YouTube-Kanal erstellt. Wann kommt der zweite Song? Der zweite Song kommt bei 200 Abonnenten. Was ist dein Style? Es tut mir leid, dass ich die Frage jetzt nicht eindeutig beantworten kann. Kleidungsstil, Einrichtungsstil, keine Ahnung, wie immer. Ja, wenn du Mr. Boehm 05, schreib mir gerne mal in die Kommentare, welchen Stil du genau meinst, Kleidungsstil, welchen Stil, und dann beantworte ich deine Frage in den Kommentaren. Aber ja, tut mir leid, dass ich jetzt nicht eindeutig beantworten kann, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, welcher Stil du meinst. Wirst du auf der Straße schon mit Flüschi angesprochen? Naja, auf der Bushaltestelle manchmal, so richtig, wenn ich jetzt irgendwo, also nicht, jetzt wie in Kärnten damals war, so richtig, dass ich dort jetzt, weiß nicht, auf der Straße irgendwo bin, dass keiner hergeht, da Flüschi, ja, nein. Aber so halbwegs auf der Bushaltestelle manchmal, aber so richtig auf der Straße nicht. Nächste Frage, wie bist du auf den Namen Flüschi gekommen? Naja, weiß ich selber nicht, ganz ehrlich. Damals war ja noch Golden Mango 007 mein Name und ich wollte da aber einen Namen haben, was ein Name ist, also nicht Golden Mango, weil das sind 2 Namen, ein, was ein Name ist und keine Zahl im Namen. Und weiß ich nicht, wie mir da dann wirklich Flüschi eingefallen ist, das kann ich selber nicht sagen. Ja, ich weiß selber nicht. Was ist deine Meinung zum zweiten Lockdown? Ja, natürlich ist es ein Blöd, damit wieder alles eingeschränkt ist und sowas. Aber ja, irgendwie ist es ja wieder gut, weil damit jetzt weniger Infektionszahlen sind wieder und es somit weniger Menschen infizieren, ja, ich finde es irgendwie gut. War irgendwie blöd. So, ja, 50%. Aber ich halte mich schon drauf, ich gehe jetzt auch nicht unnötig mit Freunden zusammen oder sowas. Aber ja. Nächste Frage. Ist es wahr, dass du mit Girly Fox zusammen bist? Nein, ist nicht wahr. Ja, ich bin gerade Single. Es ist nicht wahr, dass ich mit Girly Fox zusammen bin. Das ist Lüge. Kommt dein erster TikTok? TikTok-Videos habe ich schon gemacht. Es sind auch viel auf meinem TikTok-Account. Auf TikTok heiße ich Feuerfrischi. Aber ja, ich weiß jetzt, TikTok.
TikTok, an TikTok Tanz würde ich nie machen wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, ich glaube, der mit den Nieren machen wird. Aber so richtig TikTok-Videos habe ich schon auf TikTok gemacht dort. Und auf TikTok heiße ich Feuerfrischi. Ich habe übrigens in Instagram-Account, mein Shop, mein Instagram-Account-Kanal, meine Ente und den Kanal meines Alpakas verlinkt. Das hat mir auch gefallen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Aber ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Was hältst du von 187 und 420? Und was isst du lieber, Döner oder Jarak? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was mit 187 oder 420 sowas gemeint ist oder was, keine Ahnung, das kann ich nicht beantworten. Weil ich weiß nicht, was es ist, 187 oder 420, aber ja, was isst du lieber, Döner oder Jarak? Döner. Finde Döner gut. Wann kaufst du dir ein Mikrofon? Ich möchte jetzt mal gerne eine Bildschirmaufnahme für einen PC finden, also für einen Laptop eigentlich, mit Webcam und ja, und dann nur ein gescheites Bearbeitungsprogramm und dann würde ich mir wahrscheinlich ein Mikrofon kaufen, dass ich meine Videos professionell aufnehmen kann. Aber ja, wenn ihr einer wisst, eine gute Bildschirmaufnahme mit Face, also mit Webcam, dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare und ja. Dann würde man vielleicht auch, wenn wirklich ein guter ist, wird es ausprobieren. Wenn es gut ist, würde man vielleicht oder wahrscheinlich ein Mikrofon kaufen. Ich kann es jetzt nicht versprechen, aber wahrscheinlich. Nächste Frage. Bist du Single? Ja, bin ich. Und die vorletzte Frage. Wann spielst du wieder Minecraft? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es am Handy wieder mal spielen wird, weil es ist halt auch so, damit Minecraft da ziemlich, wenn ich jetzt mit Screen Record aufnehme, ist Minecraft der buggt Screen Record am meisten bei dem Spiel und deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Deswegen denke ich mir, dass ich erst wieder Minecraft spielen wird, am Laptop, wenn ich eine gute Bildschirmaufnahme habe, aber wird sicher nur mal Minecraft am Handy spielen, aber ich weiß ja nicht wann. Aber wenn ich mal Minecraft am Laptop habe und eine gute Bildschirmaufnahme dafür, dann würde ich sicher mal spielen. Und die letzte Frage, kannst du mehr Videos machen? Ich glaube, jetzt habe ich in letzter Zeit eh viele Videos gemacht. Gestern ist ganz keiner. Aber ja, ich schaue, dass ich vielleicht jeden, weiß nicht, dritten, vierten Tag vielleicht einmal so ein Video mache. Vielleicht irgendwann, vielleicht einmal, wenn ich mehr Abonnenten habe, würde ich vielleicht einmal jeden Tag ein Video machen oder sowas. Ob 200 Abonnenten vielleicht. Aber ja, ich weiß nicht. Aber ja, das war's dann auch schon mit dem Video und da bin ich gefallen, wenn jetzt ein Like und ein Abo da lässt, da mir auch richtig gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!